Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Serranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu Let's Play WoW Mythisch Plus mit unserer Druidin Lumia am Start. Und ja, wir sind jetzt hier im Grundsteiganwesen plus 9. Das ist der Key, den wir beim letzten Mal bekommen haben nach dem Finsterherz-Dickicht. Und den ballern wir jetzt direkt im Anschluss durch. Das heißt, wir gehen hier einmal rein in die Olga und gucken mal, wie weit wir hier kommen. Ja, plus 9 ist jetzt auch nochmal, ist glaube ich der höchste Key, den ich bis jetzt in Season 3 gemacht habe. Oh, und wir sollten uns auch mal Verzauberungen holen, ist mir übrigens mal eingefallen. Kriegen unsere Mitspieler alle einen Hass auf uns. Auch mal so eine Sache, die darf man nicht unterschätzen. Verzauberungen etc., das macht schon ein bisschen was aus. Würde ich sagen, dann können wir nochmal einmal auf die andere Seite steppen. Bei denen müssen wir immer auf die gehen, die das Dingens hat. So, hier jetzt in dem Fall auf die Kollegen. Jetzt können wir die hier einmal auseinandernehmen. So, und jetzt die hier. Und sind dann, kommen dann am Ende nochmal alle drei zusammen. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Während die sich hier schön um die Iris streiten. Ballern wir die alle hier weg, die Hexen. Ja gut, die ist ja eh schon tot, die kann jetzt auch nichts mehr dran ändern. Aber wir haben ja auf jeden Fall eine relativ stabile Gruppe, würde ich sagen. Also, das kann sich schon sehen lassen. Das kann sich schon sehen lassen, was die Jungs hier machen. Vor allem der Monk haut auch extrem gut Damage raus. Ja, dingstechnisch müssen wir gleich mal gucken. Aber wir sind betäubt, aber gehen jetzt hier raus. Hinten dann gleich wieder rein. Wir können aber auch den Boss hier direkt in der Mitte machen, na wohl. Erstmal hier rüber. Ja,
glaube, den Raum hier. Musste man immer clearen, ne? Aber so ganz sicher war ich mir nicht mehr. Weiter geht's. Ab die Fahrt. Die nächste geht rückwärts. So ein Ding wird das nämlich sein. Jetzt müssen wir selber mal gucken. Ich hab hier jetzt nicht so sehr auf die Fresse bekommen. Okay, laute Glocke. Da hinten, die würde ich gerne noch rausholen. Okay, der Heal hat ja schon gepullt. Sehr, sehr gut. Geht's. Ja, Grundsteig-Anwesen habe ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt, tatsächlich. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wie es überhaupt laufen wird. Aber jetzt haben wir erstmal den Bro hier. Stimmt, der macht das ja immer in verschiedene Richtungen, ich erinnere mich. Der ruft jetzt Bedienstete. Aber die kannst du auch eigentlich ignorieren. Die können eh nichts, die Brüder. Ja, so. Zack. Grundsteig-Anwesen tatsächlich auch ein längerer Dungeon, also hat auch mehrere Bosse. Hier ist die Matronen, die ziehen wir auch nochmal mit. Ja, aber es läuft schon sehr, sehr gut, würde ich sagen, oder? Ich glaube, overall sind wir schon sehr, sehr gut dabei. Ich meine, ist jetzt auch nur plus 9, aber was heißt nur plus 9? Für mich trotzdem ein sehr, sehr hoher Key jetzt in der Season. Der höchste, und ich würde gerne wissen, was das Maximum ist. Also ich habe jetzt mittlerweile auch schon... muss man sagen, mittlerweile mein Gear stark verbessert. Ich bin immer noch bei 442 oder so. Aber ich habe halt auch entsprechend weit unten angefangen. Und ja, dementsprechend bin ich da in der Hinsicht auf jeden Fall schon zufrieden.
Jetzt kann ich hier den Heal einsetzen. Ich bin aber auch dumm. Warum ich die ganze Zeit Tamalen benutze, anstatt Eisenfeld zu stacken. Immer bevorzugen. Und immer irgendwie abhaben. So, weiter geht's. Ihr scheint bei dem ganzen Haushalt massakriert zu haben. Das Blut tropft schon durch die Decke. Ich würde hier auch reingehen. Ich weiß nicht, was der Jäger gerade wollte. Ich glaube, der wollte noch ein bisschen mehr. Ich glaube, der wollte gerade noch ein bisschen mehr Trash oder so, kann das sein? Ich weiß es aber nicht ganz. So, moin, die haben wir auch noch hier. Und bam, drauf geht's, bam, nochmal drauf. Und let's go. Let's go, let's go, let's go. Sehr, sehr schön. Die können wir auch direkt machen, da schafft man eh nicht vorbeizulaufen. Aber so Erfahrungswerte. Ich weiß gar nicht, wie wir trash-technisch stehen, ob das in Ordnung ist. Was wir hier an Trash haben. Das weiß ich nicht ganz genau. So, die ganze haben wir noch eine Matrosin oder was? Die können wir auch nochmal kicken. Auch kein Thema. Need percent, schreibt schon einer. Need percent, need percent. Ich weiß gar nicht, ob da unten noch Trash kommt. Keine Ahnung. Dieses Thermalm gibt mir die mega Dingens Vibes. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Reicht nicht, schreibt einer. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wenn es wirklich nicht reicht. Müssen wir nochmal hoch. Okay, reicht wirklich nicht. Reicht wirklich nicht, da müssen wir tatsächlich nochmal zurück. Ah, das ist blöd, ey. Ich glaube, der Hunter pullt gerade was von oben. Kann das sein? Ich glaube, der läuft gerade hoch. We don't need. Okay, er schreibt, we don't need, we don't need. Dann haben wir Zeit verloren. 90%. Dann schnell runter. Und dann können wir den Bossfight hier nehmen.
Okay, sie lässt ihn niemals gehen, aber der kriegt ja halt schon gut aufs Maul. Also ich glaube so overall muss sie sich halt trennen. Aber ne, ich würde sagen, bis jetzt eigentlich auch ein sehr, 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 sehr cleaner Run. Kann man sich jetzt nicht so beschweren. Boss schreibt er, okay. Wahrscheinlich wollen wir noch hier in Time Dreier schaffen oder so. Ich weiß nicht, ob das klappt. Keine Ahnung. Versuch gerade irgendwie PPS zu ballern. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Wir haben plus 3 geschafft. Sehr, sehr schön. Ah, sehr cool. Aber leider kein Loot. Zumindest für meine Wenigkeit. Talionschutz und Seuchenschnitter. Seuchenschnitter ist ein Stab. Champion 454. Wir haben es geschafft. Gorakthul ist verbannt. Seht ihr? Ein starker Arm und eine scharfe Klinge können jedes Klosterbro, solche Schnitter. Danke, Helden. Ihr habt den Zirkel zerschlagen und uns von Gorakthul. So, dann fragen wir mal nach. Wir stehen in eurer Nied. Schuld. Niedlings. Fragezeichen. Können wir einfach mal fragen. Ja, okay, er portet sich weg. Alles gut, kein Thema. Aber dann wissen wir ja Bescheid. Und ja, ich würde sagen, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. War ein schöner Plus-3er-Run, muss man sagen. Haben wir auf jeden Fall auch nochmal aufgewertet. Und das haben wir noch. Dämmerung des ewigen Raben. Wer Atal Dazar? Wir gucken mal kurz, was wir für ein Dingens bekommen haben. Wir haben 12er Atal Dazar gesehen. Dann würde ich sagen, den tryen wir doch noch auf jeden Fall. Und ansonsten, haut da rein. Euer Zeranos. Ciao, ciao.